13 Ziegen, die einmal alle 1000 Jahre geboren werden. Wenn du dachtest, dass Ziegen, nun ja, keine große Sache sind, wirst du überrascht sein, welche Arten von Ziegen es auf der Welt gibt. Von der schwersten Ziege der Welt bis hin zu der seltensten Ziege der Welt. Hier sind 13 Ziegen, die nur alle 1000 Jahre geboren werden. Nummer 13. Die schwerste Ziege der Welt. Auch wenn Guinness es nicht angibt, musst du nicht lange nachdenken, um diese massive Ziege zur schwersten Ziege der Welt zu erklären. Sieh sie dir an. Wer hätte gedacht, dass eine Ziege so groß werden kann? Sie ist ein echtes Biest. Die Ziege, die du hier siehst, gehört zu der Rasse der Beetle-Ziegen, die in Nordindien und Pakistan beheimatet und für ihre unglaublichen Ausmaße bekannt sind. Diese hier wurde 2019 bei einem Rinderwettbewerb in Faisalabad zum Sieger erklärt und wog satte 310 Kilogramm. Auch wenn das Tier gut gefüttert wurde, gewann sein Besitzer Asan Hashmi einen Geldpreis von umgerechnet 2113 Euro. Nummer 12. Mini-Baby-Ziege. Wenn du niedliche Ziegen magst, dann wirst du diese kleine Ziege lieben, die 2017 geboren wurde und nur 450 Gramm wog. Ja, sie heißt Milk Dud und ist eine freche kleine Ziege, die von einer nigerianischen Zwergziege geboren wurde. Milk Dud war so winzig, dass der Bauernhof eine Menge tun musste, um ihr Überleben zu sichern. Aber sie entpuppte sich als Kämpferin und hat es letztendlich doch geschafft. Ist sie nicht süß? Nummer 11. Bagot-Ziegen. Hast du schon einmal von der Bagot-Ziege gehört? Das ist eine ungewöhnliche Rasse von halbwilden Ziegen, die es in England schon seit mehreren hundert Jahren gibt. Die Bagot-Ziege ist eine robuste Rasse, die gerne an Sträuchern knabbert, aber seltsamerweise lieber an Hecken weidet als an Gras. Wegen ihrer Vorliebe für Hecken werden sie meist für die Erhaltungsweide eingesetzt. Bagot-Ziegen gelten als eine der ältesten Ziegenrassen Großbritanniens, denn ihre Vorfahren wurden bereits im Jahr 1389 erwähnt. Bagot-Ziegen sind klein, haben gebogene Hörner und ein langes, meist schwarz-weiß gefärbtes Fell. Obwohl sie als landwirtschaftliche Rasse nicht sehr beliebt sind, haben sie eine interessante Geschichte. Nummer 10. Zweiköpfige Ziege. Schau dir diese zweiköpfige Janusziege an, die auf einer Farm in Wisconsin geboren wurde. Der zweigesichtige Ziegenbock Billy überraschte seine Besitzer, weil er mit zwei Köpfen geboren wurde, entpuppte sich aber später als ein energiegeladener und liebenswerter Kerl. Damals hatte die Landwirtin Jocelyn Newsk keine Ahnung, wie so etwas passieren konnte, aber Experten sagen, dass Janusziegen, benannt nach dem doppelgesichtigen griechischen Gott, an einer seltenen Krankheit namens Polycephalie leiden, bei der sich ein Embryo während der Geburt nicht teilt. Es war wie ein schwerer Fall von siamesischen Zwillingen. Er wurde zu einer ziemlichen Sensation, aber leider leben solche Tiere nicht sehr lange und wie erwartet verstarb er nach ein paar Monaten. Nummer 9. Arapava-Ziegen. Hier ist eine der seltensten Ziegenrassen der Welt, die fast vom Aussterben bedroht ist. Die Arapava-Ziege kam um 1600 nach Neuseeland, aber über ihre Herkunft ist nicht viel bekannt, außer dass sie mit einer englischen Ziegenrasse aus dem 18. Jahrhundert verwandt ist. Derzeit gibt es nur ein paar hundert Ziegen dieser Rassen in den Vereinigten Staaten und sie sind nicht sehr groß, denn die männlichen Tiere wiegen etwa 55 Kilogramm. Arapava-Ziegen sind in der Regel braun-schwarz-weiß gefärbt und haben den typischen Dachsstreifen, der über ihr Gesicht verläuft. Sie sind eine robuste Art, aber du wirst sie wahrscheinlich nicht mehr sehen. Nummer 8. Kleine Tapri-Ziege mit außergewöhnlichen Hörnern. Die in Pakistan beheimatete Ziegenrasse Tapri ist nicht besonders groß. Eigentlich könnten sie wie eine normale Ziege aussehen, wären da nicht ihre großen, flachen Hörner. Aber obwohl sie für ihre Größe erstaunlich große Hörner haben, ist dieser Kerl hier auf einer anderen Ebene. Sieh dir nur die Größe dieser Hörner an. Sie sind riesig und er könnte sich leicht für einen Weltrekord qualifizieren.
Tapri-Ziegen kommen hauptsächlich in der Provinz Sindh in Pakistan vor. Obwohl es sich um eine kleine Ziegenrasse handelt, sind sie bei den Landwirten in der Region sehr beliebt. Das liegt daran, dass Tapri-Ziegen für ihre hervorragende Fleisch- und Milchqualität geschätzt werden und einfach zu halten sind. Nummer 7. Butterfly das Schaf. Sieh dir Butterfly an, Arizonas einziges Jeep. Aber was zum Teufel ist ein Jeep? Nun, Menschen machen verrückte Dinge und ein Jeep ist eines davon. Ein Jeep ist eine Kreuzung aus Ziege und Schaf. Ein Jeep ist wirklich eines von 1000 Tieren, denn es wird in der Regel tot geboren. Das liegt daran, dass Ziegen und Schafe zwar ähnlich aussehen, aber zu zwei sehr unterschiedlichen Gattungen gehören, weshalb ein lebender Hybrid wie Butterfly ein extrem seltenes Phänomen ist. Butterfly hat eine Mischung aus den Merkmalen ihrer Eltern. Sie hat Hufe und Gesichtszüge, die denen ihres Ziegenvaters ähneln, und ein dickes, wolliges, schafähnliches Fell von ihrer Mutter. Nummer 6. Zyklopenziege. Wenn wir gerade von hybriden und mutierten Ziegen sprechen, wird dich diese hier schockieren. Darf ich dir die Zyklopenziege vorstellen? Eine kleine Ziege, die mit einem riesigen Auge geboren wurde, das sie aussehen lässt, als wäre sie einem Film aus der griechischen Mythologie entsprungen. Die Ziege, die in einem Dorf in Assam, Indien, gefunden wurde, wurde mit einer Krankheit namens Zyklopie geboren. Dabei handelt es sich um eine schwere Erkrankung, die auch als Holoprosencephalie bekannt ist. Sie tritt während der fötalen Entwicklung auf, wenn sich das Gehirn nicht in seine getrennten Hemisphären teilt. Das Ergebnis ist eine einzige Augenhöhle, die ein großes Auge bildet, ähnlich wie der Zyklop in der griechischen Mythologie. Die Erkrankung ist jedoch extrem selten und kommt nur bei einer von 100.000 Geburten vor, da die Mutter während der Schwangerschaft Giftstoffe zu sich genommen haben kann. Nummer 5. Größte Beetle-Ziege. Ist das eine Ziege oder ist das ein Pferd, das wie eine Ziege aussieht? Oder andersherum? Auf jeden Fall ist dies eine der größten Ziegen, die du jemals zu Gesicht bekommen wirst. Und du musst zugeben, dass das ein prächtiges Tier ist. Abgesehen von ihrer unglaublichen Größe wiegt die Ziege, die auf einer Farm im pakistanischen Punjab lebt, auch noch 275 Kilogramm. Die Ziege gehört zur Rasse Beetle Nagri, die in Pakistan und Nordindien weit verbreitet ist. Beetle Nagri-Ziegen sind eine vielseitige Rasse, die dafür bekannt ist, dass sie sehr groß und schwer werden können, was bei den Bauern vor Ort sehr beliebt ist. Nummer 4. Ziege mit den längsten Ohren. Wie um alles in der Welt haben Ziegen solche Ohren bekommen. Und ja, diese langohrigen Ziegen gibt es anscheinend wirklich. Und bei einigen Rekordbrechern wachsen die Ohren fast bis zum Boden hinunter. Was du hier siehst, ist eine Hejazi-Ziege, die vor allem in Saudi-Arabien vorkommt. Sie ist in der Regel schwarz und langhaarig und wird hauptsächlich für die Fleischproduktion verwendet. Die Rasse ähnelt der syrischen Bergziege, aber mit dem Unterschied, dass sie extrem lange Ohren hat. Bauernhöfe wetteifern oft mit ihren Ziegen um den Rekord für die Ziege mit den längsten Ohren. Nummer 3. Westafrikanische Zwergziege. Was ist mit diesem kleinen Kerl hier? Sind diese Ziegen nicht niedlich? Und hey, es handelt sich hier nicht um Ziegenbabys, sondern um erwachsene westafrikanische Zwergziegen. Diese niedlichen kleinen Ziegen sind als Haustiere und in Streichelzoos sehr gefragt, denn sie sind freundliche, soziale und menschenfreundliche Tiere. Außerdem eignen sie sich gut als Assistenztiere. Zwergziegen sind kurzbeinig und werden normalerweise maximal 50 cm groß. Nummer 2. Sechsbeinige Ziege. Du hast die Zyklopenziege gesehen, jetzt sieh dir diese sechsbeinige Ziege an. Die mutierte Ziege wurde auf einem Bauernhof in Indien mit sechs Beinen geboren und wie üblich betrachtete die örtliche Bevölkerung dies als ein Zeichen der Götter und hielt die Ziege für heilig. Rational betrachtet leidet die Ziege an Polymelie, einem angeborenen Defekt, der dazu führt, dass ein Tier mit mehreren Gliedmaßen geboren wird. In den meisten Fällen gefährden solche Defekte das Leben des Tieres, aber einige, wie diese Ziege, kommen gut damit zurecht, da sie bereits ausgewachsen ist.
Nummer 1. Riesige Kamori-Ziege. Wow, ist das eine riesige Ziege. Das ist unser erstaunliches Vorschaubild einer Ziege, die ohne weiteres als die größte Ziege der Welt bezeichnet werden kann. Und das ist nicht nur eine Ziege, sondern die ungewöhnliche Kamori-Ziege, von der die meisten riesig werden. Kamori-Ziegen sind eine sehr beliebte Ziegenrasse im pakistanischen Sindh, aber sie sind auch in Indien zu finden. Das Besondere an dieser erstaunlichen Ziegenrasse ist ihre unglaubliche Größe, die sie hoch wie ein Pferd macht. Sie ist auch für ihre langen Ohren bekannt. Kamoris sind in der Regel dunkelbraun und eine reine Kamori ist eigentlich eine Hybridrasse, die mit Pattayre-Ziegen gekreuzt wurde, eine Rasse, die ebenfalls in der gleichen Region vorkommt. Kamoris sind vor allem als Milchziegen beliebt. Jetzt, wo du mehr über Ziegen weißt, was denkst du? Sag es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.